Werkstoffauswahl für die Materialextrusion. Ganz allgemein, was sind überhaupt Kunststoffe? Kunststoffe, wie der Name schon sagt, sind Stoffe, die nicht in der Natur vorkommen. Das heißt, es sind keine natürlichen Stoffe, sondern sie sind quasi synthetisch hergestellt. Sie bestehen aus Makromolekülen. Das heißt, es ist immer ein Monomer, was in mehreren Ketten hintereinander aufgereiht wird. Und je nachdem, wie die Struktur dieser Kette besteht, entstehen sozusagen die Eigenschaften. Also je nachdem, wie dieses Makromolekül aufgebaut ist, werden die Eigenschaften des Stoffes bestimmt. Und je nachdem, welche Anlagerungen an diese Polymerketten sind, werden die Eigenschaften auch weiter beeinflusst. Wenn wir uns mal die Strukturen der Kunststoffe anschauen, sehen wir klassischerweise drei Kategorien. Wir haben einmal die Duromere bzw. Duroplaste, wir haben die Elastomere und wir haben die Thermoplaste. Duromere sind meistens sehr engmaschig vernetzt, das heißt, die sind sehr, sehr hart und spröde. Es ist wenig Bewegung für die Moleküle möglich. Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein Epoxid oder ein Acryl. Die kann nicht durch den Wärmeeinfluss irgendwie aufgeschmolzen werden oder verformt werden. Sobald sie einmal ihre Form bekommen haben, sind sie sozusagen nicht mehr aus der Form zu bringen. Wenn ich dann Temperatur dazu gebe, fängt sich eher an, das Material aufzulösen. Aber von der Festigkeit her sehr, sehr, sehr feste Materialien. Weitere Kategorie, die Elastomere, sind sehr weitmaschig vernetzt. Das heißt, die sind sehr, sehr flexibel und elastisch. Beispielsweise Kautschuk, Polyurethan beispielsweise, Silikone. Das sind alles Elastomere, wo einfach sehr viel Platz zwischen diesen einzelnen Molekülen ist, dass die Bewegung innerhalb dieser Moleküle auch ermöglicht ist. Und dadurch hat man eben diese flexiblen Eigenschaften. Auch hier kann man sie nicht durch Wärmebehandlung quasi in andere Formen bringen. Elastomere werden in der Regel vulkanisiert, das heißt, sie werden mit einem sehr hohen Druck und sehr hohen Temperaturen in die Form gebracht und dann halten sie ihre Form in der Regel bei den handelsüblichen Temperaturen. Und zu guter Letzt haben wir die Thermoplaste. Das ist sozusagen für den 3D-Druck die interessanteste Kategorie, weil hier machen wir uns eben die Eigenschaft zunutze, dass sich diese Materialien durch die Einwirkung von Wärme verformen lassen. Wir haben sowohl Anteile von vernetzten Strukturen als auch unvernetzte. Und wie wir es in der Grafik sehen, es ist ein bisschen chaotisch, ein bisschen was ist geordnet. Das heißt, da gibt es sehr breites Spektrum an Materialien, die natürlich auch sehr viele unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Ein wesentlicher Unterschied bei den Thermoplasten besteht noch in der Kristallinität und da unterscheidet man zwei Fälle. Und zwar gibt es amorphe Kunststoffe und es gibt teilkristalline Kunststoffe. Amorphe Kunststoffe sind sozusagen oben zu sehen. Das sind diese hier. Die haben eine sehr lose Struktur, die nicht geordnet ist. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Art Spaghetti, die jetzt keiner wirklichen Form folgt. Dadurch ist natürlich sehr viel Platz. Es ist eine relativ geringe Dichte und das Material ist tendenziell eher zäh. Nicht alle, aber tendenziell eher zäh. Außerdem dadurch, dass ich quasi amorphe Strukturen habe und relativ viel Luft habe, sind diese Materialien tendenziell auch transparent bzw. transluzent. Das heißt, die eignen sich in der Regel dafür, mit Beleuchtung zu arbeiten, sind lichtdurchlässig etc. Aber der Nachteil dieser Materialien ist, dadurch, dass so viel Platz zwischen den Molekülen ist, sind sie auch sehr anfällig für Kriechen. Und Kriechen bedeutet, wenn ich eine stetige Last habe über einen längeren Zeitraum, dann verformt sich das Bauteil, weil sich sozusagen die Spannung im Material lösen und dadurch eine Verformung entsteht über die Zeit. Bei den Teilkristallinen sehen wir hier unten sozusagen, also das Teilkristallin bedeutet, dass es nicht das ganze Bauteil kristallin ist, sondern es gibt kristalline Bereiche, hier rot dargestellt. Hier unten wäre man die Struktur nur eines Kristallinmaterials. Das gibt es im Kunststoff allerdings nicht. Teilkristalline enthalten sowohl amorphe als auch kristalline Bereiche und die kristallinen Bereiche sind sehr geordnet. Das heißt, es gibt eine feste Struktur und in dieser Struktur ist wenig Spielraum. Das heißt, diese Materialien sind tendenziell eher hart und spröde.
Viele von Ihnen werden wahrscheinlich schon mal PLA gedruckt haben und da wissen Sie sofort, was ich meine. Also die Materialien sind sehr, sehr fest und machen auch absolut, haben sie eine hohe Festigkeit, also halten viel Spannung aus. Aber dadurch, dass es eben wenig Bewegungsspielraum gibt, bricht das Bauteil relativ schnell. Dadurch, dass es sowohl amorphe als auch kristalline Bereiche gibt, habe ich natürlich auch unterschiedliche Brechungsindexe innerhalb des Materials, weswegen diese Materialien tendenziell eher opak sind bzw. milchig und weniger lichtdurchlässig als ihre amorphen Pendants. Schauen wir uns mal die Einteilung an. Wie kann man jetzt sozusagen die Materialien sozusagen klassifizieren? Wir haben einmal gerade schon gelernt, es gibt teilkristallin und es gibt amorph. Und dann gibt es natürlich noch die Eingliederung nach der Anwendung, also wofür wird es genutzt. Wir haben unten dargestellt in dieser Polymerpyramide, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon kennen, die Standardpolymere, die in der Regel sehr günstig in der Herstellung sind, die auch in großen Mengen hergestellt werden, nicht zwangsweise nur für den 3D-Druck, aber ganz allgemein sind das Polymere, die wirklich sehr große Anwendung finden. Wir sehen hier beispielsweise PLA für den 3D-Druck besonders wichtig. Polypropylen ist, glaube ich, eines mit der meistverkauften Kunststoffe weltweit. Wenn ein paar Teilnehmer von Ihnen Lock-and-Lock oder Tupperdosen haben, die Deckel mit diesen Filmscharnieren zum Umklappen festmachen, die sind in der Regel aus Polypropylen, ABS, HIPS, also Polystyrol, alles sehr, sehr weit verbreitete, sehr günstige Materialien. Wenn wir dann weitergehen, sozusagen nach oben innerhalb dieser Pyramide, sehen wir, dass wir technische Polymere bekommen. Das heißt, dort liegt der Fokus wirklich eher auf der technischen Seite. Also es gibt verbesserte mechanische Eigenschaften, die Temperaturbeständigkeit steigt und es sind Materialien, die tendenziell auch schwieriger in der Herstellung sind, dadurch teurer. Und deswegen lohnt es sich nicht, quasi das für die breite Masse zu nutzen, sondern eher in nischigeren Anwendungen, also mehr Spezialgebiete. Da sehen wir beispielsweise Polyamide, wir sehen Polycarbonat, aber auch erste faserverstärkte Materialien. Wir sehen Materialmischungen, beispielsweise im PC-ABS. Das heißt, es ist ein Anteil Polycarbonat und ein Anteil ABS. Und so gibt es quasi ein breites Spektrum an technischen Materialien, die auch im 3D-Druck vermehrt Anwendung finden, gerade wenn man eben fortgeschritten ist und mit den Standardmaterialien an die Grenzen kommt, wechselt man schnell in diesen Bereich der technischen Polymere. Und an der Spitze dieser Pyramide sind sozusagen die Hochleistungspolymere. Das sind beispielsweise PPSU, PEEK, PEEK. Das sind wirklich Materialien, die für den Heimgebrauch mal unerschwinglich sind. Wir reden hier ungefähr von einem Kilopreis von 1.500 bis 1.000 Euro. Dafür bekommt man aber auch natürlich sehr viel geboten an mechanischen und thermischen Eigenschaften. Das heißt, diese Materialien sind von der Zugfestigkeit, vom mechanischen Verhalten vergleichbar zu Metallen, zu einigen Metallen. Also PEEK wird häufig als Substitut für Aluminium verwendet. Und die Temperaturfestigkeit dieser Materialien liegt jenseits von 200 Grad, wohingegen bei den technischen Polymeren irgendwo so bei 140, 150 Grad Schluss ist. Das heißt, hier haben wir nochmal einen ordentlichen Zugewinn, einfach aufgrund der Exklusivität. Dadurch ist natürlich die Herstellungskosten deutlich teurer, spiegelt sich natürlich auch im Materialpreis wider.